Ja, hallo zusammen YouTuber und hier bin ich auch schon wieder. Okay, wie ihr in der Unterschrift wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute wieder um das Aufgebrauchte. Die Tüte ist voll, wie ihr seht. Ja, und es kommt mein Aufgebraucht vom Mai. Ja, diesmal bin ich sogar einigermaßen pünktlich hier. Ne? Haben wir den zweiten, ja genau, da ist doch ein guter Zeitpunkt zum Aufbrauchen. Okay, wir starten mit Inner Bio Leinsaat geschrotet. Ja, das kommt natürlich immer an meinen Frühstücksbrei morgens ran. Gute Sache, nehme ich immer wieder. Weiter geht's. Wir haben hier von Inner Bio den gepufften Amaranth. Jo, ist natürlich im Prinzip auch wieder so ein morgens Müsli-Zeugs, ne? Das muss ich mir natürlich dann zusammen mit meinen Haferflocken und so weiter mahlen. Ja, und hinterher kommen dann halt noch die geschroteten Leinsamen da dran. Jo, kennt ihr ja nun inzwischen schon bei mir. Wir machen weiter, schon wieder mit was zu essen. Genau, ich habe umgestellt. Und zwar nehme ich jetzt nicht mehr Weizenmehl, sondern Dinkelmehl. Das soll ja mal bei weitem gesünder sein. Ja, und der positive Nebeneffekt davon ist außerdem noch, dass mir das auch noch besser schmeckt. Zu allem Überfluss sozusagen, ne? Nee, tatsächlich, es schmeckt nicht so mehlig. Eigentlich, also ganz, ganz minimal nussig, würde ich sagen, schmeckt es. Aber bei weitem nicht so, ja, eben nicht so mehlig. Wenn man das jetzt an Soßen ranmacht, da hat man dann auch nicht so einen mehligen Geschmack, also jetzt zum Binden. Und ja, wenn man irgendwas anders macht, also irgendwelche Pfannkuchen oder so, ist eine ganz super Sache. Ich nehme das genauso wie Dinkelmehl, normales Mehl. Ja, also vielleicht ganz geringfügig mehr Flüssigkeit da dran. Also wenn man jetzt die Pfannkuchen macht, dann halt ein bisschen mehr Milch ran. Ne? Dann in den einen und das bindet so ein bisschen mehr. Aber ist eine ganz super Sache. Ich habe es jetzt hier von... Also ich hole das immer vom Globus, von Küchenmeister ist das, genau. Also ist ganz einfach, ich nehme das Preiswerteste. Finde ich ganz super. Brauche ich jetzt nicht Alnatura, das ist bei weitem teurer. Okay, was haben wir hier? Genau, einmal Tampons. Genau, also ich war so in letzter Zeit mit den OB-Tampons irgendwie überhaupt nicht mehr zufrieden. Die haben so eine ganz extremst glatte Oberfläche. Das mag ja wohl fürs Reinkriegen der Tampons so irgendwie toll sein. Aber also ich habe da immer das Problem, dass da auch jede Menge immer daneben läuft. Ne? Finde ich also ganz bescheuert. Deswegen habe ich es jetzt mal beim Rossmann ausprobiert und jetzt also mit diesen Facel hier angefangen. Die finde ich schon mal bei weitem besser. Und genau. Da habe ich gedacht, jetzt probierst du dich doch dann nochmal durch und siehe da, die Jessa von vom DM, die finde ich am allerbesten. Da haben sie also auch so welche, die irgendwie eine bessere, gleitfähigere Oberfläche haben sollen. Die nehme ich aber nicht, sondern ich nehme die ganz stinknormalen. Die haben einen geraden Kopf sozusagen, mit so einer kleinen Vertiefung drin, so wie man sich das halt auch vorstellt, wie so ein Tampon eben aufgebaut sein sollte, damit da also möglichst viel reingeht, also beziehungsweise nichts dran vorbeiläuft. Ja, Leute, ich hoffe, euch war das jetzt nicht irgendwie zu eklig oder irgendetwas, ne? Also braucht man halt auch und tatsächlich, ich nehme jetzt immer die von Jessa, die kommen dann beim nächsten aufgebraucht wahrscheinlich dran. Okay, was haben wir hier? Naja, genau. Von Aurika Anis Fenchel Kümmeltee, lose, klar, kennt ihr ja inzwischen auch schon von mir, nehme ich auch immer wieder, hole ich von meiner Versandapotheke. So, ach ja, hier kommen gleich zwei Sachen in einem, genau. Ich zeige euch jetzt erstmal das, was leider nichts war, und zwar das hier, das ist nicht aufgebraucht, das ist noch fast voll, von San Ozon Sonnenmilch. Die hatte ich beim Rossmann geholt und zwar in dieser
Bereich da, wo diese ganzen kleineren Sachen liegen, so für die Handtasche und zum Probieren, also Testgröße sozusagen. Und die waren gerade preiswert, irgendwie 20% Rabatt hatten sie drauf oder so. Gut, habe ich das also ausprobiert. Im Codecheck habe ich es hinterher noch gecheckt, war relativ gut weggekommen. Allerdings ist da ein Zeugs drin, Kumarin, glaube ich. Das soll ziemlich allergieauslösend sein. Ich hatte es vorher nicht gelesen. Ich hatte nur gesehen, auch Kreis ist fast grün, kann man nehmen. Jo, aber ich vertrage die überhaupt nicht. Also ich habe es einmal gemacht, habe es außerdem noch ins Gesicht gemacht gehabt. Ich habe die in meinem Auto jetzt stehen. Ins Gesicht gemacht, weil ich also gerade nicht geschminkt und so. Habe gedacht, oh, super Sache, kann hier jetzt nichts passieren. Jo, toll, am nächsten Tag alles knallrot. Also ich vertrage das überhaupt nicht. Ich bin da hochgradig allergisch gegen. Ja, kann ich nichts machen. Daraufhin habe ich mir also wieder von Sundance Med meine normale Sonnenmilch geholt. Die nehme ich auch häufiger, wenn ich in den Garten gehe und so. Die vertrage ich außerordentlich gut. Ja, die ist natürlich deutlich teurer. Da kostet die kleine Packung hier 5 Euro. Das ist jetzt nicht alle gemacht, sondern die habe ich jetzt also genommen. Das ist sozusagen die Umverpackung. Bloß ich wollte euch dann jetzt hier mal nur mal zeigen, welche jetzt also gut bei mir funktioniert. Ne? Das ist also die Sundance. Aber Med muss es sein, sonst klappt es bei mir nicht. Okay, es geht weiter mit Dinkelsachen. Und zwar habe ich hier den gepufften Dinkel für meinen Brei. Von der Eigenmarke von DM. Sehr gute Sache. Ja. Gut, ich würde es mir, glaube ich, auch wieder kaufen. Also immer zu würde ich es jetzt nicht zum Frühstück nehmen. So ab und zu mal statt meinem normalen Haferbrei sozusagen. Ne? Da ist das mal ganz gut, wenn man mal einen anderen Geschmack haben will. Also das sind halt so Smacks, ne? In Dinkelform und nicht aus Weizen. Sehr lecker. Erinnere mich immer irgendwie an meine Kindheit. Früher habe ich die auch immer gegessen. So, was haben wir hier? Die Balea Cremeseife Sensitive. Ja, super Sache. Es ist allerdings so, dass ich die vom Lidl, diese Sensitive Seife vom Lidl, lieber mag, weil die durchsichtig ist und diese hier ist eben weiß. Ja, das ist jetzt so eine Geschmackssache, keine Ahnung. Ich finde durchsichtige Seife irgendwie schicker, ich weiß es nicht, ne? Also die ist mir zu weißlich irgendwie. Ansonsten ist es wirklich ein super Ding, trocknet die Haut nicht aus und so weiter. Aber die werde ich mir jetzt halt eben nicht mehr kaufen, sondern ich nehme einfach die vom Lidl. Dann, ja, dann habe ich hier den, ja, wie heißen die? Putzhandschuh. Alle gemacht, ne? Also es ist jetzt sozusagen die Umverpackung von einem neuen Putzhandschuh, aber der alte ist eben auch von Weleda. Da nehme ich irgendwie lieber die also Markenfabrikat, ne? Also Weleda und nicht da irgend so einen totalen Billigheimer, weil ich trotz wirklich immer der Ansicht bin, dass die dann eher kaputt gehen und da hat man da nichts davon. Da bezahlt man lieber, da weiß ich nicht, 30 Cent mehr oder so und der hält dann auch. Okay, ja, genau. Nee, nein, das ist auch noch wieder eine Handseife. Das ist auch Balea Med. Ja, wie gesagt, die ist weißlich und mag ich nicht so gerne. Also kein Nachkaufprodukt. Dann geht es fröhlich weiter mit Balea. Hier Dusch und Creme, Milch und Honig. Ja, gute Sache. Ich mag den Geruch. Ja, einfach lecker. Nicht so aufdringlich, gute Pflegewirkung, wird nachgekauft. So, was haben wir hier? Ja, von Balea Med. Jetzt kommt was, wo ich nicht so besonders begeistert war von Balea. Es ist sogar Limited Edition für empfindliche Haut, aktiv Duschgel, pH-Wert 5,5. Ja. Bei Codecheck kommt die natürlich super weg, ist klar. Der Geruch, den finde ich super. Aber, jetzt kommt das Aber. Bei mir ist dieses Zeug extrem dickflüssig. Also wenn ich da jetzt in der Dusche stehe und mir da was in die Hand gebe, dann habe ich immer gleich so ein,
so einen ganzen Klumpatsch da. Also ich kriege das nicht richtig dosiert, sondern ich muss da schon richtig stark drücken und dann haue ich mir dann immer so einen ganzen Klatschen da in die Hand. Das ist mir einfach zu viel, ist ja auch dann nicht besonders sparsam und ich finde auch, dass es sich schlecht verreiben lässt. Also leider kein Nachkaufprodukt, obwohl ich es ansonsten wirklich gut fand. Aber was will man machen? Ne? Geht eben nicht. So, ja. Ja, tut mir leid, Leute, ich muss mal eben meine Nase putzen. Meine Nase läuft. Moment mal eben. So, oh, da bin ich wieder. Okay. Hier habe ich von Thébaudont. Genau. Einmal im Leben wollte ich es mit einer Mundspülung versuchen, obwohl die ja eigentlich nirgendwo besonders gut wegkommt, also jedenfalls bei Zahnärzten nicht. Also mein Zahnarzt hatte eigentlich gemeint, braucht man nicht, mach mal lieber die normale Pflege mit Zahnseide und so weiter. Da hat man viel, viel mehr davon. Aber ich hatte mir von diesem Thébaudont noch einige andere Sachen geholt. Da habe ich gedacht, komm, probierst du aus. Ne? Also es ist alles mit Teebaumöl, was ja mal noch so extra gesund sein soll. Ja, also, ja, es riecht hier schon wie beim Zahnarzt irgendwie. Das hätte mich dann auch noch nicht unbedingt abgehalten. Es ist auch nicht besonders scharf, hat auch keinen Alkohol drin, ist eigentlich alles ganz gut. Ja, aber jetzt kommt es aber. Zu Anfang ist es schön frisch im Mund, aber hinterher, also ich habe immer so den Eindruck, dass ich ein Kümmelbrötchen gegessen hätte oder was. Ich finde, der schmeckt so im Nachhinein eine ganze Weile nach Kümmel. Keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt nur meine Geschmacksempfindung da dran oder irgendetwas. Ja, ich habe mich jetzt hier so durchgequält und das Zeug also aufgebraucht, aber das kaufe ich mir auf keinen Fall nach und ich werde auch weiter keine Spülung nehmen, weil die einfach keinen besonderen Nutzen hat. Ja, man hat dann halt irgendwie, ich nehme an, wenn man Listerine nimmt oder sowas, dann halt ein frisches Gefühl im Mund, aber für die Reinigung oder sonst was der Zähne oder das Zahnfleisch und so weiter hat die laut Zahnarzt dann eigentlich keinen besonderen Effekt. Gut, also wird nicht wieder gekauft. Was haben wir hier? Von Balea Med Ultrasensitiv Waschgel. Genau, das ist ja meine bevorzugte Marke, kann ich gut vertragen, da reagiert meine Haut nicht. Das ist bei meiner Haut immer so ein bisschen kritisch. Ne? Ja, deswegen Nachkaufprodukt ist nicht preiswert, aber nehme ich immer wieder. So, was haben wir denn hier? Ach ja, die Kartoffelnudeln, genau, die hatte ich vom Aldi mal besorgt. Die hatten die mal so im Spezialangebot. Ich gehe aber davon aus, die kriegen die Sachen immer wieder rein. Und wenn es die das nächste Mal gibt, dann hole ich mir die auch auf jeden Fall. Also ich fand die extrem lecker. Schmecken tatsächlich so ein bisschen kartoffelig, hat man mal einen anderen Geschmack. Die sind so spätzleartig geformt, sind sehr lecker. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr die mal seht. So, was haben wir hier? Die Jessa-Waschlotion, ja genau, extra sensitiv. Ja klar, Intimwaschlotion, ne, brauchen wir ja auch manchmal. Jo, gute Sache, habe ich auch schon wieder nachgekauft. Ja, was kann man dazu noch sagen? Super, ich nehme es immer wieder. Was haben wir hier? Einmal von Wellness & Beauty, das ist also Rossmann, das Körperspray, Teeextrakt und Olive. Ah ja, extra lecker. Ich habe jetzt leider keinen mehr, wenn ich wieder beim Rossmann bin. Hole ich mir das auf jeden Fall wieder. Ganz extremst lecker. Hatte ich ja auch schon in meinem Bodyspray Video euch gezeigt. Ja, da war noch ein bisschen drin. Also ich nehme es vorwiegend für die Kissen. Ne? Also abends sprühe ich mir das aufs Kopfkissen. Finde ich echt einen ganz, ganz extrem leckeren Geruch. Könnt ihr ja mal gucken beim Rossmann, ne? So in der Badabteilung. Super lecker. So, was haben wir hier? Von Alterra. Die Hand- und Nagelcreme. Was war das? Das war irgendwas mit Cranberry, glaube ich. Bio-Cranberry und Bio-Vanille. Genau.
Also ich denke mir mal, die Vanille, achso, ich habe es euch ja jetzt noch gar nicht gezeigt, das ist das hier. Die Vanille habe ich nicht rausgerochen. Naja, doch ein bisschen. Aber die Cranberry, die riecht ziemlich stark und ich finde irgendwie, dass das leicht nach Gummibärchen riecht und auch ziemlich reichhaltig ist. Also jetzt hier so für Frühling, Sommer ist es mir sowieso zu fettig und ich fand auch den Geruch nicht so einen Brüller. Also würde ich mir jetzt nicht wieder kaufen. So, was haben wir einmal hier? Ja, Mumm, unparfümiert Soft, diese ominösen 48 Stunden. Ja, super Sache, ist natürlich Aluminium drin, das ist das Deo, was ich immer wieder nehme, auch trotz Aluminium, weil es eben ganz einfach mal wirkt, ne? So, was haben wir hier? Ach ja, das Gleitgel, genau, das hatte ich euch ja in meinem Beckenbodentrainer Video auch schon gezeigt, das ist das von Lubex, wo eben Silikon drin ist, was bei Kocek ganz schlecht wegkommt. Ja, und der Geruch war auch nix. Nee, total chemisch. Find ich voll eklig. Also überhaupt keine Empfehlung, da gibt es bei weitem bessere. Wie gesagt, guckt euch meinen Beckenbodentrainer-Clip an. Da sind die beschrieben. Außer natürlich den Beckenbodentrainingsgeräten, ne? Genau. Auch bei meinem Beckenbodentraining, ich bin ganz stolz auf mich. Ich bin da inzwischen schon auf Level 7, also häufiger jedenfalls. Also manchmal. Häufiger bin ich auf Level 6 und manchmal so zwischendurch mal auf Level 7, wobei ich nie weiß, wann ich kräftiger bin und wann nicht. Ne? Ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall langsam, aber sicher steigere ich mich da. Dann haben wir hier das Trockenshampoo von Valea. Mit Vanillegeschmack, ja genau, mit Vanillegeruch. Sehr gut, nehme ich immer wieder. Kennt ihr ja inzwischen auch schon von mir. So, was haben wir hier? Ah ja, die Desinfektionstücher. Ich muss mal gerade gucken, wie viel da drin waren. 25 Tücher, genau. Hier seht ihr sie. Ja, ich nehme die immer dazu, mein Thermometer zu putzen. Also für ins Auto und in der Handtasche und so weiter, da habe ich das normale Handgel, das kennt ihr ja sicher auch von Valea, ne? Aber so ein Gel ist ja jetzt nicht so günstig, um jetzt was abzuwischen, also irgendwas anderes, was jetzt nicht die Hände sind. Ich messe so ab und an mal Temperatur. Und ja, da muss man das ja irgendwie wieder sauber kriegen. Und ich finde, dafür sind die ganz optimal geeignet. Liegt also bei mir dann im Nachttisch, ne, wo dann eben auch das Thermometer liegt. Und dann mal das zack, zack, mal gerade wieder säubern. So, was haben wir denn jetzt? Genau. Valea Vitalizing Shampoo, Limonengras und grüne Minze. Ja, das kennt ihr ja nun schon zur Genüge, ne? Das ist ja das Produkt, wo ich immer total begeistert bin von preiswert und gut, immer wieder nachgekauft. Genau, hier haben wir einmal einen Amaranthriegel von welchem ist denn das jetzt? Ja, Alnatura natürlich, genau. vom DM, ne? Sehr lecker, esse ich ab und zu mal zwischendurch, hat nicht so viel Fett und so, schmeckt super, also kann man sich mal genehmigen. So, ja, dann machen wir doch gleich weiter mit Essen, genau, und zwar, also mit Süßigkeiten sozusagen. Ja, der Rossmann hat neue Schokoriegel reingekriegt. Ja, habe ich natürlich gleich beide getestet, das ist ja klar. Und zwar haben wir hier zum einen Zartbitter Espresso Schokolade, vegan sogar auch noch. Das ist diese hier. Ja, die ist sozusagen auf den zweiten Biss lecker, würde ich sagen. Zu Anfang muss man sich da extrem daran gewöhnen,
dass die ziemlich bitter schmeckt. Also das ist halt so eine Schokolade, da ist jede Menge Kakao drin. Ja, genau, 70% Kakao. Jo, das schmeckt man auch. Aber das sollen ja die sein, die so ganz extrem gesund sind mit dem vielen Kakao. Zu Anfang habe ich schon mal erstmal geschluckt, ne, weil es gewöhnungsbedürftig ist. Aber wenn man sich dann erstmal an den Geschmack gewöhnt hat, dann sind die auch ganz lecker. So, das war das eine. Das andere ist weiße Schokolade mit Erdbeeren. Das hört sich ja lecker an, ne? Ja, ist eigentlich auch ganz gut. Ist natürlich jetzt bei weitem süßer und ist halt auch nicht irgendwie so Kakao, sondern deutlich weniger Kakao drin. Ja, kann man auch mal so zwischendurch nehmen. Also ich finde jetzt also diesen anderen mit dem deutlich mehr Kakao nach dem ersten Schütteln und so, ne, bei weitem besser, aber wie gesagt, den kann man auch mal so zwischendurch nehmen. Könnt ihr ja mal gucken beim Rossmann, wenn er vorbeikommt. Also wie gesagt, gibt es neue Schoko bei denen. Genau, ich glaube, ich habe von denen nämlich auch noch eine andere Schokolade. Ich gucke mal gerade, ob ich die finde. Ist das hier? Richtig. Genau. Das ist dieser Schokoriegel Zartbitter Himbeere. Ja, da hatte ich mir ja nun extrem viel von versprochen. Also die anderen sind so kleine Täfelchen sozusagen und das ist eben hier so ein Riegel. Hört sich ja super lecker an eigentlich, aber nehme ich auf keinen Fall wieder. Diese Himbeerschnipselchen, die da drin stecken sozusagen, weiß ich nicht, die schmecken wie früher dieses Brausepulver, was man sich da so auf die Hand gemacht hat und so abgeleckt als Kind. Weiß ich, ob das bei euch noch üblich war oder was. Also ich mag das überhaupt nicht. Also da schüttelt es einen. Also ich kann da nur von abraten. Gut, da gibt es aber dann natürlich gleich noch den nächsten davon. Dann sind wir auch durch mit den ganzen Schokoriegeln. Das ist eben diese vier neuen Produkte vom Rossmann bei Innerbio. Und zwar ist das der Schokoriegel Espresso Creme. So. Und der hat das Rennen gemacht. Von allem, was ich euch gezeigt habe, ist das der also echt absolut super extremst lecker. Ja, da könnte man sich so richtig reinlegen. Also es trifft genau meinen Geschmack. Ja, deswegen nehme ich ja immer nur Riegel sozusagen. Ne? Würde ich jetzt sowas in der Art als ganze Tafel nehmen, also 100 Gramm Tafel, ja, habe ich keine Chance. Ich esse die dann in einem Tag auf. Ja? Aber ich kriege das nicht hin, dass ich sage, ah, dann teile ich mir das auf und esse den Riegel da in 3 Tagen und so. Das geht bei mir nicht, ist unmöglich. Deswegen kaufe ich mir halt, wenn ich da bin, eben mal so einen Riegel. Den esse ich natürlich auf und dann ist er mal weg, ne? Bin ich nicht da in der Versuchung, immer mehr Schokolade zu essen, sozusagen. Ja, ach so, genau. Jetzt kommt die Handseife, von der ich andauernd rede, die eigentlich meine Lieblingshandseife ist. Die ist also natürlich vom Lidl, wie ihr hier seht, ziehen. Das ist eine Lidl-Marke. Ja, die hat eigentlich kaum einen Geruch, also ist ziemlich geruchsneutral. Hat gute Inhaltsstoffe, also auch nach Codecheck. Ist ja auch so ein Sensitive-Zeugs. Und ist eben klar, was ich am liebsten mache bei diesen Handcremes. Seifen natürlich. Für einen Seifenspender. Genau. Ach genau. Ich war so ein bisschen am Rumtesten mit der Monatshygiene sozusagen. Und da habe ich mir von Facel diese 12 Maxi-Binden hier noch genommen. Normal habe ich ja die von... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Always, genau. Normal nehme ich Always und ich bleibe da auch beim Markenprodukt bei Always. Also geht schon, aber hat auch Flügel, was ja bei diesen Billigbinden, jedenfalls die eben dicker sind, häufiger nicht unbedingt der Fall ist. Aber ja, weiß ich nicht, ist irgendwie unbequem. Die klumpt so in der Mitte zusammen, das ist, ja... Was soll ich dazu sagen? Da ist tatsächlich das Always-Markenprodukt deutlich besser. Während das jetzt bei den Tampons genau umgekehrt ist, da sind ja die Billigmarken, also sowohl Facel als auch Yesa, aber wirklich deutlich besser als das Markenprodukt OB. Also
Wir kriegen es irgendwie nicht mal richtig hin bei OB, finde ich. Okay. Gut, war also jetzt kein Nachkaufprodukt. Ja, genau. Dann habe ich von Alverde die Körpermilch Spray Wasser. Wasserlilie? Wasserliebe. Genau, ich lese das immer falsch. Das ist Wasserliebe. Mit aquatisch frischem Duft, Limited Edition. Ja, war Minze drin. Wasserminze. Ja, zu Anfang riecht das lecker. Lecker, so ein bisschen minzig eben. Aber mit der Zeit, oh Leute, ich konnte den Geruch schon nicht mehr ab. Der ist total wie Pfefferminztee irgendwie. Also, ne, mag ich nicht. War sowieso eine limitierte Auflage. Ich denke, dass sie noch von letztem Jahr ist. Ja, ich finde es auch überhaupt nicht so toll. Viele schwärmen ja davon, dass man das sprühen kann. Also für mich ist es nichts. Wenn ich sowas mache, dann mache ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, habe ich meine Körperbürste so mit dem Stiel, ne? Da mache ich das Zeug drauf normalerweise. Und also jetzt Körpermilch ganz normal da drauf gekippt und eben eingerieben mit der Bürste. Hier muss ich ja erst sprühen, dann sprüht es daneben, dann kommt nichts raus. Also, keine Ahnung. Und zusätzlich noch der Geruch. Also kein Nachkaufprodukt. Ich würde auch überhaupt nicht mehr so ein Spray nehmen. Also das ist bei mir komplett durchgefallen. Das ist nichts für mich. So, was haben wir hier? Jo, grüner Tee Sencha. Kennt ihr ja nun inzwischen schon von mir. Loser Tee, sehr gut. Von Alnatura. Nachkaufprodukt. So, was haben wir hier? Ah ja, das ist der Bio Risotto. Das ist Aldi. Der ist gut. Also ich würde jetzt nicht sagen sehr gut. Für mich ist er also ganz klein bisschen überwürzt. Es schmeckt halt so nach Pilz, ne? Nach Steinpilz. Und ja, so ab und zu mal mag ich das ganz gerne. Wenn ich denke, ach gut, okay, willst du mal nicht nur Reis, sondern ein bisschen mehr Geschmack sozusagen drin haben, dann kann man das wirklich gut nehmen. Ich mache das auch häufig so, dass ich mir dann einfach noch Erbsen ranmache. Dann habe ich noch ein bisschen sonst wie einen Geschmack drin. Aber also der absolute Burner ist es nicht, aber ab und zu kann man schon mal nehmen. Also ist im Prinzip ein Nachkaufprodukt. Was haben wir hier? Ja, das Essential Floss von Oral-B. Ja, das habe ich jetzt erst wieder angefangen. Da habe ich eins von alle gemacht. Das natürlich, ja, das dauert ellenlang. Das dauert ja, bestimmt so ein halbes Jahr, bis man so eine Floss, also Zahnseide alle hat. Und zwar ist die hier gewachst. Ja, ich weiß, manche meckern da ja dran rum. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich hatte letztens professionelle Zahnreinigung beim Zahnarzt. Die hat dann auch Zahnseide genommen, die hatte ungewachste. So, damit ist die bei mir, und die ist ja nun wirklich geübt, die gute Frau, aber die ist bei mir kaum in die Zahnzwischenräume mit der ungewachsten gekommen. Und ich meinte dann, ja, zu Hause nehme ich immer gewachste. Da meinte sie dann auch, ja, das wird bei Ihnen ja mal deutlich besser sein. Und die kann man auch gut nehmen. Also so wahnsinnig schlecht ist die jetzt nicht. Die gewachste. Und dann hat sie also bei mir auch gewachste genommen. Und also für alle Leute, die enge Zahnzwischenräume haben und die das ja dann vermeiden wollen, dann wenn man das schlecht reinkriegt, da eben sozusagen das Zahnfleisch zu verletzen, da würde ich mal sagen, nehmt doch mal lieber gewachste. Ne? Also laut Zahnarzthelferin geht das auch. Also falls, ich weiß es so aus, weil viele sich dann da immer drüber beschweren und so, dass das nicht das Richtige ist und das andere viel besser als das Ungewachste. Aber es gibt eben auch Fälle, wo man sagt, nee, dann nimmst du mal lieber das Gewachste. Ne? So, ja, genau, hier geht es schon wieder weiter mit dem Thebodont. Das ist ein Mund- und Rachenspray, eben auch mit Teebaumöl. Ja, ich hatte da so eine Phase, ne, da hatte ich eben gelesen, ach ja, Teebaumöl nützt bei allem Möglichen, insbesondere im Mundraum. Naja, also
Pustekuchen, ne? Hatte ich euch ja schon erzählt mit der Mundspülung. Und hier ist es ganz genau dasselbe.